Bonjour, Madame, bonjour, Mademoiselle, bienvenue, ach nee, falsche Sprache. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Pokémon Hard Gold hier bei Dercho TV. Ja, ich habe mich bei der Sprache vertan, es tut mir ziemlich leid. Es kann auch mal mir passieren, aber was soll's. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Pokémon Hard Gold auf youtube.com/dercho-tv oder auf dercho-tv.de, je nachdem, wo ihr guckt. Je nachdem, wo ihr das genießt, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir sind in einem Pokémon Center, und zwar nämlich in keinem geringeren Pokémon Center als in Teak City. Das haben wir beim letzten Mal jetzt auch geschafft in der letzten Folge. Da haben wir aber im letzten Drittel, kann man quasi sagen, so ein bisschen Probleme halt gehabt. Was heißt im letzten Drittel, so in den letzten Minuten eigentlich. Pokémon sind auf einem guten Level, war die Wappab Level 23, Volti Level 23, Taubi Level 22 und Feufeu Level 22. Heißt aber eigentlich, dass jetzt Taubi ein bisschen Training bekommen wird. Und ja, wir befinden uns in Teak City, in einer sehr mysteriösen Stadt, könnte man eigentlich sagen, aber auch mit sehr viel Tradition. Was soll's? Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater, um tanzen zu üben. Kommst du mit? Nee, ich tanze erstmal noch nicht. Aus der Reihe tanzen tue ich ja sowieso schon seit Jahren. Also was soll's? Ja, hier ist es, ne? Nanu, mir war, als hätte ich aus der Richtung des Tanztheaters eine Frau schreien hören. Haben wir da meine Ohren vielleicht einen Streich gespielt? Oh. Teak City, gestern ist heute. Ja, und morgen ist vorgestern. So, jetzt wollen wir mal gucken, was los ist. Hey! Lass endlich dieses langweilige Gezappel und leg mal einen anständigen Hulla aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Oh mein Gott, ey, wie so ein Besoffener, ne? Soll ich den Rocket wie ein Besoffener vorlesen? Das wäre lustig. Was soll das heißen? Hat das Publikum einfach nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen soll? Nein, lassen wir es lieber. Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Was bildet sich dieser Kerl von Team Rocket eigentlich ein? Meinem Kimono-Girl solchen Ärger zu bereiten. Du bist doch ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Wenn ich nur nicht solches Bauchweh hätte, würde ich diesem Typen schon Manieren beibringen. Aufs Maul! Wie kann man das einem Kimono-Girl bloß einfach so antun? Die Jugend von heute, einfach fürchterlich. Ja, dann zeigen wir mal, was wir drauf haben. Ne, Taubi? Hä? Was soll das werden? Stellst du dich etwa mir in den Weg? Ja, Mr. Rocketman. Das ist im Übrigen ein bisschen anders, weil in Gold und Silber musstest du den da nicht bekämpfen, den Kristall ebenfalls nicht. Da hattest du halt alle Kimono-Girls, aber das sehen wir später, demnächst, hier bei Pokémon Heart Gold und ja, Heart Gold. Soul Silver spiele ich ja nicht. Ist ja eigentlich dieselbe Idee, was soll's. Nein, Giftwolke. Och, Menno, warum Giftwolke? Warum? Manno. Na gut, okay. Dann machen wir es kurz und schmerzlos, ruckzuck. Wir werden ja noch ein Gegengift dabei haben, das wird sich ja auch noch irgendwie klären. So. Wir werden uns gleich einfach nicht bewegen. Aber was soll's? 292 XP für Taubi? Das nennt man dann wohl verloren. Das nennt man Versager, du Trottel! Entschuldigung. Ich bin wohl doch ein Schmalspur-Ganove. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenz und alles aufhalte, lassen die mich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Wenn nicht mal das würde ich mit dir machen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Okay. Bevor wir uns bewegen, kriegt Taubi erstmal. Da haben wir noch Gift. Ah, hallo. Boom. So. Jetzt. Ihr seid Wadi, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hätte. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört man mir am besten einfach nicht zu. Ja. Ah, das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig. VM03, das Surfer. Das Surfer, nice. Dankeschön. Die Attacke darin nennt sich Surfer.
Damit bretterst du mit deinen Pokémon in Windeseile über die Wellen. Können wir nur noch nicht einsetzen, es gibt ein Problem. Wir haben kein Wasser-Pokémon. Das tut mir leid, wir haben noch kein Wasser-Pokémon. Wollen wir aber demnächst ändern, Freunde der Nacht. Aber erstmal heißt es, nun gut, da haben wir jetzt das mal hingekriegt. Was sagt denn jetzt eigentlich der Typ da? Ne? Oh, bewegt sich mein... Richtig draufdrücken, so. Da drüben im Tanztheater proben die Kimono-Girls immer ihre Tänze. Ja, das ist schön. Gut. Gehen wir mal ein bisschen weiter durch Teak City. Und schauen wir mal, was wir so haben. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach einem großen Abenteuer? Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört auch immer eine Schatzsuche. Hab ich nicht recht? Ja, hast du recht. Aha, du weißt offensichtlich ganz genau, was meine Herzen höher schlagen lässt. Du gefällst mir. Hier, nimm das. Itemradar. Überall um dich herum gibt es Items, die du mit bloßem Auge nicht sehen kannst. Wenn du den Finger immer auf deinem Itemradar behältst und hörst, dass das Signalgeräusche lauter wird, ist das für gewöhnlich ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwo in der Nähe ein Item versteckt sein muss. Am ehesten wirst du fündig, wenn du das Itemradar beim Laufen bedienst. Oh, und nebenbei, Gerüchten zufolge soll es in der Turmruine von Teak City einen versteckten Schatz geben. Fancy. So, gucken wir mal, da ist es. Wir können es nämlich auch registrieren. Dann haben wir es nämlich. Et voilà, s'il vous plaît. Da oben. Das können wir leider jetzt nur anders bedienen, indem ich jetzt unten aufs Touchpad drücke. Ja? So. Oh, da seht ihr schon, wie es funktioniert da. Et voilà. So geht das. So, drücken wir mal weiter. Oh, es wird schwächer. Oh, stärker. Ja. Oh, eines der Lampen hier. Ein Hyperball, guck mal. Eigentlich macht das auch so mit dem Itemradar eine Menge Spaß. Wir können ja weitermachen. Oh. 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 Haben wir wieder was. Ein Äther, guck mal. In der Turmruine oder an der Turmruine. Ne? Bevor der Turm, der hier einst stand, den Flammen zum Opfer fiel, soll er noch um einiges höher gewesen sein. Diese Ruinen sind die Reste eines Turms, der einst beim Brandunglück zum Opfer fiel, das nie aufgeklärt werden konnte. Mach besser einen großen Bogen um die Gemäuer, denn in ihrem Inneren könnte es gefährlich werden. Da können wir meinen. So, haben wir noch hier irgendwie versteckte Items? Oh ja. Taubi, du stehst da drauf. Ein Sondermampfer, lecker. Ja gut, das reicht dann jetzt auch erstmal mit dem Itemradar. Wir werden uns jetzt nämlich auch... Warte mal, erstmal quatschen wir den alten Mann hier an. Es gab wohl zwei Türme in Teak City, einen im Osten und einen im Westen. Okay. Wenn du von dieser Stadt aus in Richtung Westen gehst, erreichst du eine hübsche Hafenstadt namens Oliviana City. Wenn du mit einem Pokémon die Attacke Surfer beibringst, kannst du das Meer über den Wasserweg bei Route 40 danach überqueren, wenn gerade keine Schiffe fahren. Ah, okay. Ja, da waren wir ja gerade. Also, ne? Oh, du hast aber ein nettes Pokémon-Team. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, strahlt jeden Tag die Sonne, was? Für mich sind die Pokémon ein wahres Leuchtfeuer der Hoffnung. Oh, apropos Leuchtfeuer. Das Pokémon, das im Leuchtturm von Oliviana City nachts das Meer erhält, soll krank sein. Das scheint dort für ziemlichen Aufruhr zu sorgen. Oh, guck mal, da wird schon Abenteuer und alles vorweggenommen. Als ich noch jung war, bemerkte ich eines Tages plötzlich, dass sich der Himmel pechschwarz gefärbt hatte und ein riesiges fliegendes Pokémon am Himmel erschien. Ich frage mich, was das für ein Typ-Pokémon das wohl war. Vogel oder Drache? Ob dieses riesige Pokémon wohl es wirklich gibt? Wenn ja, muss es echt unfassbar mächtig sein. Ja, es wird wohl spekuliert, um welches Pokémon es sich handelt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, dann gehen wir mal in die Turmruine. Komm, wir gehen einfach rein. Ist ja jetzt ja auch nicht so schlimm. Oh. Hallo, Katzen! Sollen ja Katzen sein, keine Hunde. So, hier komme ich nicht durch. Und das erste Pokémon, was sie hier fangen werden, ist ein... Nicht Radfratz.
Das dachte ich mir schon. So, deswegen bekämpfen wir es ganz schnell mit Windstoß, damit Taubi Level 23 erreicht. Ihr habt doch schon zwei mysteriöse Personen gesehen. Beide werden entsprechend schon in dieser Story wichtig sein. Der eine natürlich ziemlich mehr als der andere, selbstverständlich. Das werdet ihr spätestens in der nächsten oder übernächsten Folge erfahren. Wenn wir dazu kommen. Oh, Volltreffer. Nice, Taubi. So, erstmal KP voll machen. So sieht's aus. Naja. So, na, gut. So. Oh mein Gott. Mein Name ist Eusin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um einen Pokémon namens Suicune zu finden. Und du bist? Buddy. In Ordnung. Angenehm. Ich bin hierher gekommen, weil man mir sagte, Suicune halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss durch das Loch im Boden dort drüben. Deine Augen trügen dich nicht. Das sind Suicune und die legendären Pokémon. Du kannst gerne versuchen, zu ihnen herunterzugehen, aber sie werden auf der Stelle Reis ausnehmen. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Wer bist du? Ich bin Jens, meines Zeichens Leiter der Arena von Tick City. Mein alter Kumpel Eusin ist gerade hier, weil er auf der Suche nach Suicune ist. Und da es sich ebenso anbietet, durchkämme ich mit ihm diesen Turm. In Tick City gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich um den legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou rankt. Als Arenaleiter von Tick City muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Och nö! Hallo Error! Was denn, du schon wieder? Du planst sicher, dir das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, und dich damit ins Rampenlicht zu rücken. Aber das kannst du dir abschminken, hör mir gut zu. Die legendären Pokémon gehören ganz alleine mir, denn ich habe mir geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Schlag du dich nur nach Herzenslust mit deinen Schergen von Team Rocket herum. Das passt viel besser zu dir. Menno. Ich hab komplett vergessen. Das ist, bei Gold und Silber kommt er direkt, ja, der Rivale, ne? Naja, gut. So. Schauen wir mal, was wir machen können. Nebulak Level 20 gegen Taubi Level 22. Komplett vergessen, dass es den Rivalen hier auch noch gibt, ne? Aber, naja. Kann's halt nicht alles im Leben haben. Oh, Seegesang macht alles voll. Und natürlich, klar, ja, selbstverständlich. Ja. Komm, Taubi, das schaffst du. Oh, jetzt kommt's mit Fluch. Okay, Fluch auf Taubi. Oh, oh. Ruckzuckieb kann ich nicht einsetzen. Ist jetzt... Ja, Windhose. So, aber ich wechsle gleich aus, weil es bringt nichts. Außer es hätte jetzt Horrorblick machen können. Dann wäre es ziemlich schlimm für Taubi gewesen. Aber es wäre nicht gut gewesen für Taubi, ganz einfach. Aber Level 23 für Taubi, das ist schön. Lernt nichts, aber der Fluch nervt weiter. So, Magnetilo kommt zum Einsatz. Da kenne ich einen Spezialisten. Wir können Gott sei Dank wechseln. Nicht Feufeu. Hätte noch mal die Wappab einsetzen können, aber das Magnetilo hat Schwebe. Ne, es schwebt halt. Aber wir können es besser verbrennen, weil es halt Typ Stahl ist. Ja. Das ging mir ja seit Gen 2, seitdem dieses Magnetilo Typ Stahl dazu bekommen hat, ging es mir so auf den Zeiger. Ging es mir so auf den Zeiger. Und seitdem immer ein Feuer-Pokémon dabei war. Oh, Tyrakrok. Na ja, und Spezialisten. Er ist sogar eine Spezialistin. Es ist Volti. Ist ja weiblich, deswegen habe ich Spezialistin gesagt. So, richtig. Habe ich richtig gesagt? Habe ich richtig gesagt. So, Tyrakrok. Ja, Donnerschock kann es im Moment nur. Da wird noch ein bisschen dauern, bis du gute Attacken lernst, Dolti. Ja, Kopfnuss kannst du ja auch. Ist ja auch eine gute Attacke. Eiszahn, hoi. Na gut, ist nichts passiert. Wir machen mal Kopfnuss, um die Chance zu haben, dass es eventuellerweise zurückschreckt. Nein. Grimasse. Auch eine Attacke, die, glaube ich, in Gen 2 eingeführt wurde. Es sorgt dafür, dass die Initiative... ne? Oha. Sinkt stark. Eieiei. Was du wieder mal vorhast hier, Tyrakrok. So. 673 XP, das ist Level 24 für Volti. Sehr gut. So, jetzt kommt Zubat. Bleiben wir mal dabei. Bei dem Wappab macht heute Pause. Genug war die Wappab-Content erstmal. Bis ich es halt einsetze, ne? Ha, ging daneben. Ja. So.
Ich hätte jetzt auch gedacht, er hätte 5 Pokémon. Aber gut, ich habe ja zweimal... Nee, oder? Nee, war nicht so, ne? Zweimal habe ich jetzt Volti eingesetzt. So war das jetzt. Uff. Genau, deshalb kämpfe ich nicht gerne gegen Schwächlinge. Da wird man sofort unvorsichtig. Ach egal, du schaffst das sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Werden wir sehen. So. Erstmal, nein, kein Gegengift, sondern einen Trank. Bekommt Taubi. Taubi hat sich gut geschlagen gegen das Magnetilo. Ich habe ja sogar noch einen Sonderanfang, ne? Aber... Wird da weiter? Ja, wir können da weiter. Aber es sind ja auch wilde Pokémon hier. Wie zum Beispiel dieses gasartige Pupsding namens Smogon, was wir gerne mal fangen würden. Und ich weiß auch schon, wie ich es nennen werde, wenn ich es fange. Es ist ja noch ungefährlich, weil es noch kein Finale kann. Na? Sagt er mit Stolz und es wird wahrscheinlich gleich ein vergiftetes Taubi geben. Oder auch nicht. Sehr gut. So. Bin mal gespannt. Macht das wieder Smog? Es kann wahrscheinlich sogar auf dem Level sogar noch Tackle. Rauchwolke. Ah, die Genauigkeit sinkt. Aber die brauche ich nicht mehr. Denn es reicht ein Pokéball. Was? Oh Mann. Okay. Gewissheit. Sag mich nicht. Ich mache einmal Tackle. Ja, ging daneben wegen dem wegen der Rauchwolke. Verdammt. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. So, ein Pokéball werfe ich noch, sonst bringe ich dich um. Komm her, Smogon. Ich fange dich und ich weiß auch, wie ich dich nennen werde. Dankeschön. Man muss immer drohen, ne? Ist schlimm sowas, ne? Schlimm. So, ich weiß, wie ich dich nenne, Smogon. Aber erstmal gibt es ja einen Pokédex-Eintrag. Ist eine Giftwolke vom Typ Gift, 0,6 Meter groß, 1 Kilo schwer. Sein dünner Körper ist mit Gasen gefüllt, die Husten und Schnupfen verursachen und die Augen reizen. Ja, deswegen nenne ich dich Pupsi. So. P-U-S-I. So. Viel Spaß auf Box 1, Pupsi. So. Erneut kriegt Taubi einen Trank. Heute genug Tränke für dich eigentlich, Taubi, aber du schlägst dich gerade wacker. So. Hey, keine Panik, Junior. Wenn jemand weiß, wie es gefährlich es ist, mit Feuer zu spielen, dann sind wir da, sind das wir Feuerspucker. Ja. Freuen sie sich. So nach dem Motto. Ja. So. Och Gott, schon wieder Smogon. Muss das sein, anscheinend. Gut, machen wir direkt Windstoß. Ja, Siegesang hilft immer wieder ein bisschen. Aber dann kommt diese Attacke hier mit dem Namen Rauchwolke, die ich nicht mag. So, wir können Ruckzuckhieb einsetzen, aber ich glaube, das... Oh, doch, das wird was. Und das sieht auch fantastisch aus. Sehr gut, Taubi. So. Weiterhin wird... Oh, 390 XP. Fukano. Ja. Hatte heute noch keinen Auftritt. Kommt jetzt. Habe Wappab. Yeah. Ich werde im Übrigen war die Wappab auf einem bestimmten Level entwickeln. Ich werde aber es euch noch nicht sagen. Weil ich A, keinen Mondstein besitze und B, es noch dauern wird. Deswegen... wartet gar nicht drauf, bis ich wirklich aus dem Nidorino hier ein Nidoking mache. Also es wird noch ein bisschen dauern. Ich will es halt noch als Nidorino haben. Wir hatten halt eine kurze Zeit als Nidoran männlich. Deswegen werden wir es jetzt in einer langen Zeit als Nidorino haben. Und für immer als Wadiwapap. So. Oh, wieder ein Smogon. Oh, nochmal Taubi? Komm, nochmal Taubi. Taubi hat sich dort wacker geschlagen, auch gegen das wilde Smogon, was wir da Pupsi genannt haben. Und ja, mal gucken, Level 16, ne? Ist ja eigentlich auch in Ordnung, ne? Windstoß und dann machen wir... Ah, Taubi könnte auch mal was Besseres werden. Windhose ist jetzt auch nicht so dolle. Eine Windhose, die Hose fliegt rum. Ja, den Witz habe ich glaube ich schon. Oh, Gewissheit haut wieder eine rein. Es hat Gewissheit und haut hier eine rein, oder was?
Auch ziemlich interessant. So. Und damit besiegt diesen Feuerspucker. Oder war es Feuerspucker oder Feuerschlucker? Feuerspucker, Sam. Danke für den heißen Kampf. Mach dein Hemd zu. Boah, wildes Pokémon. Ja, Nervbutt. Und tschüss. So. Gegengift. Ja, kann man ja gut gebrauchen wegen den Smogon. Oh, da ist noch einer. Ich übe in der Turmruine das Feuerspucken. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Ja, genau. Don't try this at home. Ne? Und auch nicht in irgendeiner Ruine. Lasst es generell sein. Ne? Nicht jeder kann es direkt. Glutexo. Hallo. Ja, guck mal. Kanto gegen Kanto, ne? Komm. Dich schmeiß platt. Ja. Ja. Oh, mit Glut ist es gut dran. Ah, machen wir mal. Machen wir, was passiert bei Windhose? Nicht viel. Meine ich doch. Das wird wahrscheinlich wieder Glut einsetzen oder es setzt Kratzer ein, je nachdem. Ah, wieder Glut. Ah. Das sieht nicht gut aus. Ich muss einmal einen Trank einsetzen, aber ich glaube beim nächsten. Oh. Ja, es setzt. Nein. Ist, glaube ich, besiegt. Ruckzuckieb! Oh, Taubi! Du bist heute eine Maschine. Aber war auch knapp. Du kriegst heute einen Supertrank. Du kriegst jetzt gleich einen Supertrank. Ist gut. Piept weiterhin, aber egal. So, Level 24 für Taubi. Meine Güte. So. Das reicht als Antwort. Muttern! Hallo Buddy, wie geht's dir? Ja, wieder mein Geld ausgegeben hier. Ja. Das abstellen. Ja, und dann will ich mir Tränke kaufen, aber ich kein Geld dafür. So. Versprochen, super Trank. Ja, 10 KP zu wenig. Egal, Hauptsache, du hast was, Taubi. So. Dahin? Hinten. Haben wir was mit Zertrümmerer? Ne, haben wir nicht. Das Item muss noch warten. Es war so ruhig. Wahrscheinlich Zubat. Nö, ein ödes Radfratz. Nö. Taubi gibt sich nur mit... Nein, Spaß. Und dann geht... Fühlt sich das Radfratz beleidigt? Ach nee, es ist Zubat, gut. Mehr sage ich dazu auch nicht. So. Und runter. Hier könnten wir noch nicht hin. Ah, stimmt, warte, Turmruine hat er gesagt. Ne, hier der Typ mit dem... Och, Smogon, ja, geh mir nicht auf die Eier. Ne? Tu mir einen Gefallen, geh mir bitte nicht auf die Eier. Dankeschön, hier. Itemradar. Oh oh. Hast du das gesehen? Rikun ist wie ein geölter Blitz. Ein geölter Blitz? Direkt an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolge ich Suicune schon. Aber aus solcher Nähe habe ich dieses Pokémon noch nie gesehen. Ich bin überwältigt. Aber Rikun war eindeutig darüber im Klaren, wer du bist. Das Pokémon aus der Legende von Tick City nähert sich angeblich nur denjenigen, dessen Stärke es auch anerkennt. Ich sollte in Zukunft wohl versuchen, etwas energischer auf Suicune zuzugehen, genau wie du. Also gut, Wally. Man sieht sich. Ja. Ich komme da nicht hoch. Ich brauche Stärke schon. Ja. Gut. Bisher kein großartiges Item gefunden oder sowas. Schade. Ja. Und
hier etwas Besonderes? Mal gucken. Boah, ja, wildes Pokémon, was nervt. Was denn sonst? Du Humpert! Ja, ich will nicht. Muss nicht sein. Unbedingt nein. So. Okay. Oh, da steht ein alter Herr. Vor langer, langer Zeit, als am Tag, als dieser Turm niedergebrannt ist, sind hier drei namenlose Pokémon in den Flammen umgekommen. Doch dann stieg ein regenbogenfarbenes Pokémon vom Himmel herab und schenkte ihnen neues Leben. Doch die Leute dieser Stadt fürchteten sich vor der Macht dieses Pokémon und versuchten es in ihre Gewalt zu bringen. Das Pokémon versuchte gar nicht erst, sich gegen die Feindseligkeit der Menschen zu wehren. Nein, es schien vielmehr so, als sei es von ihrem Verhalten zutiefst enttäuscht. Schließlich kehrte es ihnen aus freien Stücken den Rücken und zu und verschwand. Diese Geschichte wird schon seit längerer Zeit von Teak Cities Arena-Leitern weitererzählt. Jetzt willst du wissen, wer ich bin, oder was? Ich war vor langer Zeit einmal selbst Arena-Leiter. Hohoho. Ah. Ja. Wenn es irgendwann mal Pokémon-Legenden Ho-Oh geben sollte, ne? Kommt ja, im Januar kommt ja Pokémon-Legenden Arceus raus. Dann möchte ich da gerne mal die Geschichte von Ho-Oh sehen und von Johto. Also ich wäre da richtig scharf drauf, ne? Wenn Pokémon Legenden Arceus so gut ist, wie es immer gesagt wird, oder anscheinend gut werden könnte, je nachdem, dann will ich das Game spielen, definitiv. Ja, was wir aber jetzt beim nächsten Mal machen werden, ist eine kleine Trainingssession nämlich einzubinden, weil wir uns schon ziemlich nah dem nächsten Orden uns widmen wollen. Deswegen würde ich einfach mal... Ach scheiße, wir haben was vergessen, sehe ich gerade. Das ist mir in den letzten beiden Folgen nicht aufgefallen. Gut, dann werden wir das in der nächsten Folge machen, denn wir werden jetzt das Habitat noch wegbringen. Und dann freuen wir uns. So, aber jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr kennt das Gezedere mit Liken, Teilen, Abonnieren, Daumen rauf geben, ne? Und so weiter. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Montags, mittwochs um 18 Uhr auf derchotv.de und auf YouTube zu finden. Dankeschön und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.